Manchmal frage ich mich, was ein Herr Heiser hier will. Er bringt nur das Chaos zu uns. So viele haben dich deinetwegen schon verletzt. Wo soll das noch hinführen? Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Was haben wir getan, dass die Fehler von ganz Heiser uns so hart treffen? Wir machen auch nicht alles richtig. Aber wo soll es enden? Ich habe keine Lust, das herauszufinden. Herr Heiser könnte vielleicht ein guter Reporter sein. Als Feuerwehrmann. Ohne ihn könnten vielleicht alle besser klarkommen. Und die Ruhe könnte dann endlich wieder Einzug halten. Was freue ich mich auf den letzten Tag von ganz Heiser? Ich habe ihm einmal meine Zeit gegeben und ich weiß, dass das ein Fehler war. Wieso sollte ich jemals wieder mit ihm reden? Wieso sollte ich ihm vergeben oder mich entschuldigen? Aber was ich mich die ganze Zeit frage, könnte das Ganze nur ein Missverständnis sein? Herr Neumann. Ja, das freut mich auch. Allerdings, ich habe von Ihrer Aktion im Wald gehört und mit dem Oliver Nehring. Das war ja nicht so klasse. Da haben Sie schon recht, Herr Neumann. Also, Sie müssen mal überlegen, ne? Nur an Geräten arbeiten, die Sie auch kennen und nicht an Geräten, die Sie nicht kennen. Sonst sind Sie gar nicht so übel, aber ein bisschen zurücknehmen, okay? Haben Sie sicher recht, Herr Neumann. Und wenn Sie sich daran halten, dann wird der Oliver Nehring Sie auch wieder mögen. Wirklich? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Damit Sie nicht umsonst hingekommen sind, habe ich mir was Tolles für uns überlegt. Ja, was denn? Eine kleine Überraschung, da brauche ich auch Ihre Hilfe. Aber Sie müssen hier am Fahrzeug bleiben, ja? Und nicht wieder vorher agieren. Sie füllen den Eimer mit Wasser und dann melden Sie sich wieder bei mir, okay? Ja, mit dem Eimer. Machen Sie, was Sie machen müssen. Ja, und Sie wissen Bescheid, ne? Ich kenne Sie. Machen Sie ruhig. Natürlich, Sie kennen mich doch. Jetzt habe ich erstmal Hunger auf ein Stück Kuchen. Frischer Kuchen, 1er Bienenstich, Herr Heiser. Ein Stück Bienenstich? Ja. Wie wär's mit etwas Kaffee? Nein, danke. Boah, super, endlich, es brennt, das Fett brennt endlich. Astrein, es brennt. Herr Neumann, ich komme mit Wasser. Oh nein, was habe ich getan? Ich habe Wasser zum Löschen. Scheiße. Moment, Herr Neumann, ich komme. Ende, warum löscht mich denn keiner? Hey, das ist meine Sendung. Alles in Ordnung? Hauen Sie ab! Hallo, Herr Heiser! Direkt. Wo ist denn der Herr Neumann? Glaube ich gar nicht wissen, was da passiert ist. Herr Heiser, ich habe mir viele Gedanken gemacht. Es ist vieles passiert. Viele Dinge sind nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber mir ist bewusst geworden, Sie sind nicht daran schuld, an den ganzen Unfällen. Sie haben uns aufgezeigt, was wir alles falsch gemacht haben. Und was wir alles ändern müssen. Sie haben uns nie geschadet, sondern uns weitergebracht. Hätte sie nie so handeln dürfen.
mit jemandem nicht mehr zu reden, weil es Differenzen gibt, bringt überhaupt nichts. Nur miteinander reden kann etwas ändern. Und nichts kann so schlimm sein, als dass man nicht mehr miteinander reden kann. Man muss niemals Freunde werden. Aber doch sollte man sich nie anschweigen oder jemanden ignorieren, als wäre er nicht da. Da haben Sie recht. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich Sie so behandelt habe. Das kann ich gut verstehen. Ich weiß, wie Sie sich fühlen. Nein, das können Sie nicht. Aber schön, dass Sie es gesagt haben. Es tut mir leid, Kamerad. Kamerad? Werden Sie ein Mitglied der Feuerwehr? Das ganze heiter Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr wird, so möchte ich Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Das war ganz heiser. Er hat alles verändert. Für immer. Für uns war er nur ein Reporter. Aber er war mehr als das. Hat er es in Wald gebracht? Das hat er. In der Feuerwehr war er noch 20 Jahre. Und er wurde bis zum Brandmeister befördert. Wart ihr denn auch Freunde? Jeder war halt mit ihm irgendwie befreundet. Er war halt was Besonderes. So endet die Geschichte von ganz heiser. Komm, Kinder, dann lasst uns jetzt nach Hause gehen, weil ich denke mal, die Oma, die wird schon auf uns warten. Dankeschön für die schöne Zeit, alter Freund, wo immer du auch jetzt sein magst.